Also auch beim Test, um die Map veröffentlichen zu können, habe ich hier echt gebraucht, ey. Okay, wenigstens klappt das hier geschmeidig. Hochklappt geschmeidig. Der Übergang ist auch ein bisschen schwer. Da empfehle ich euch, etwas weiter oben zu bleiben. Ja. Und jetzt müsste es eigentlich... Ich explodiere! Nicht! Ho, 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 ho. Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Wir spielen meine selbstgebaute Map. Ich denke, es ist die bisher anspruchsvollste Map. Übung macht den Meister, ich habe mich ein bisschen verbessert. Und vor allen Dingen kenne ich jetzt die Elemente ein bisschen besser. Und, uppa, so wollte ich natürlich nicht stehen. Und es ist zwar ein Rennen, das heißt, ich möchte natürlich auch siegreich hier das Rennen beenden. Am besten auf dem ersten, aber ich möchte euch auch trotzdem, wow, ein bisschen was zu den Elementen erzählen. Und was ich mir eben bei den einzelnen Sachen gedacht habe, hier wird es schon mal schwierig mit den Leuten, weil man muss extrem viel Gas geben, um dann in diese lilane Röhre zu fahren. Und solange der hier rumtrollt, habe ich keine Chance. Du musst hier mit Vollgas kommen. Du musst hier mit Vollgas kommen und... Shit, schnell der Respawn. Wenn einer diese Stunts wesentlich früher hinkriegt, kann er sich natürlich einen super Vorsprung aufbauen. Also ich würde immer empfehlen, im Zweifelsfall ein bisschen zurück und dann, damit ihr einfach ein bisschen mehr Schmacki habt, nach vorne lehnen, ist klar. Und komm ich rein? No! Also auf jeden Fall sehe ich schon mal den Unterschied, wie es ist, wenn du eine Map solo spielst, ganz in Ruhe. Oder wenn du sie testest im Editor, als wenn natürlich mehrere Leute mit dabei sind. Das ist, die werden es nicht mehr schaffen. Ich glaube nicht, dass die es schaffen. Ich fahre nochmal zurück, komm. Ihr schafft es nicht. Oder ist einer drin? Nein, es ist keiner drin. Ich will der Erste sein. Flieg, bam, I believe I can fly. Ey, das singe ich so oft und schon wieder hat es nicht gepasst. Lecco mio. Also, wie gesagt, die Map ist anspruchsvoller als die anderen. Ich habe jetzt auch extra nur eine Runde eingestellt. Er hat es schon richtig gemacht, dass er hier versucht hat, noch mehr Gas ranzuholen. Affe mit Waffe ist auf dem Ersten. Weil er drin ist oder nicht? Nee, ist er nicht. Das ist ja das Entscheidende. Wenn du nicht drin bist, dann nützt es dir nichts, dass du auf dem Ersten respawned bist. Und jetzt. Hüpp. Oh, jetzt sieht's bei mir... Sieht das gut aus? Ich mach sogar ein... Oh! Also nochmal eine Ecke weiter zurück. Total geil. Also die Maps teste ich ja sowieso noch, so wie ich es bisher in den Videos gemacht habe. Ja, ärgert euch gegenseitig. Nein, verpiss dich. Yo, jetzt habe ich genug Schmackes. Jetzt habe ich genug Schmacki. Nur noch vernünftig auf die... Bitte, ich flieg nicht dran vorbei. Alter, es reicht immer noch nicht. Ey, sorry, Leute, dass ich jetzt so lange in dem Video mich an dem ersten Element, weil es kommen noch anspruchsvollere Elemente, aber ich habe es ja gesagt, ne? Übung macht den Meister. Ich bin jetzt also definitiv besser geworden. Ich kann es viel besser einschätzen, wie ich was zu stellen habe. So, ich bitte, da respawnt jetzt keiner. Dann schaffe ich's. Ey, jetzt habe ich so viel Gas. Ich weiß, ich habe es gerade auch gesagt. Aber jetzt bin ich zuversichtlich. Ja, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin und wir können uns endlich den nächsten Elementen annehmen. Und ich sehe, irgendwer hat es auch geschafft. Ich bin nicht im Wasser gelandet. Und muss es jetzt nochmal machen. Oh mein Gott, ich hoffe trotzdem, dass ich denjenigen noch später einholen kann. Ja, also wie gesagt, Leute, ist meine selbst erstellte Map. Ihr könnt selber mal schauen, wie schwierig die Elemente sind, indem ihr euch einfach mal den Link anguckt und dann die Map euch downloadet. Und ich würde mich natürlich wie immer über eine faire und ehrliche Bewertung freuen und dass ihr auch wie immer schreibt... Ich bin so unlucky, welche Elemente euch wirklich gut gefallen und welche vielleicht auch nicht so interessant sind. Wobei ich mir hier vorstellen könnte, allein schon, weil es anspruchsvoller ist, dass einige sagen werden, die Map ist kacke. Ich weiß ja, wie das manchmal ist, aber da darf man nicht mad werden. Ich sag's immer wieder, da muss man am Ball bleiben.
muss ich zum nächsten Punkt in die Röhre. Ey! 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 Ich schreibe ihm aber mal, weil ich schon weiß, auf die gelbe. Auf die gelbe Röhre muss er drauf. Sind wir auch gleich Freunde nach diesem Hindernis. Und dann, ja. Aber so viele Anläufe habe ich definitiv im Editor nicht gebraucht. Da frage ich mich, ist der T20 im Editor schneller? Hopp! Jetzt mit nach vorne lehnen, mit. Ey, wie ich immer am Rand lande. Okay, ich hole einfach noch ein bisschen mehr Gas, indem ich jetzt hier... Also wie der es macht. Der macht es schon richtig. Genau, ich habe ihm jetzt auch mal den Weg frei gemacht. Er macht es schon richtig. Und dann hat das jetzt auch. Er müsste es haben, wenn er es versteht, sich nach vorne zu lehnen. Wenn er das nicht versteht... Doch, es sieht so aus. Es sieht so aus, er schafft es. Oder? Er ist drin. Ey, es ist ja unglaublich. Meine eigene Map. Und ich bin der Einzige, der es nicht gebacken kriegt. Ey, hallo? Dabei habe ich diese Map 100, naja, nicht 100 Mal ausprobiert. Aber man muss ja jedes einzelne Element testen. Und man muss die Map am Ende testen, wenn man es hinkriegen will. So, jetzt aber. Wir machen es einfach nochmal. Was bleibt mir anderes übrig? So. Das Schlimme ist, dass ich schon drin war und dann wirklich ins Wasser gefallen bin. Jetzt habe ich definitiv genug Speed. Und jetzt bin ich drin. Guckt euch das mal an. Wenn du einmal genug Gas hast, wie leicht es dann auch ist. Und jetzt bin ich endlich am nächsten Element. Jetzt kann ich auf jeden Fall euch weitererzählen, was ich mir bei den Elementen gedacht habe. Alter, Verwalter, ich glaube, so lange habe ich selten überhaupt in einem Video von mir an den Elementen gesessen. So, jetzt heißt es, auf die gelbe Röhre. Nicht die blaue, die ihr seht, sondern dahinter ist noch eine gelbe. Und dafür musst du dich nach vorne lehnen. Und das ist etwas, was ich im letzten Video auch mal gesagt habe, dass das Geheimnis eben darin liegt, dass man Elemente auch mal für seine Zwecke misshandelt, missbraucht. Und in dem Fall ist es eben, dass man auch mal auf der Röhre landet und nicht unbedingt in die Röhre, weil alle denken, ich baue eine Röhre, okay, muss ich drinnen landen. Jetzt aber, komm. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht ziemlich... Das wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich ein bisschen weiter links geflogen wäre. Also, ich habe auch hier nur eine Runde eingestellt und das tatsächlich zu Recht, denn ich sehe schon, ich habe es richtig eingeschätzt. Anspruchsvollere Map und von daher dauert die auch nochmal eine ganze Ecke länger. Allein schon die erste Runde. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Jetzt bin ich vom Speed her gut dabei. Ich bin ein bisschen, ich bin wieder ein bisschen zu weit. Oder? Oh! So war das. Ich glaube, das ist schon ein Element, das könnte schon eine, vielleicht eine 20% Map sein, könnte ich mir gut vorstellen. Oha, wer ist, okay, ich bin ein bisschen vor ihm. So, jetzt nochmal ein bisschen, genau, hier. Jetzt müsste ich gut fliegen. Wenn ich jetzt drauf bin, und das bin ich. Wow, und guckt euch das mal an. Einmal genug Gas gegeben und jetzt nicht hibbelig werden. Tomek. Und da ist der nächste Checkpoint. Nice. Also genau das habe ich mir dabei gedacht. Und hier geht's von Röhre in Röhre. Also ein kleiner Jump. Aber hier ist der Checkpoint. Das heißt, wenn du diese schwierigen Elemente am Anfang, wenn du die geschafft hast, dann wirst du natürlich auch damit belohnt, dass du einen Checkpoint kriegst und nicht irgendwie daran verzweifelst, dass wenn du hier einen Fehler machst, dass du die Elemente nochmal machst. Hier das Geheimnis, wieder nicht zu schnell. Ich baue die Maps auch bewusst so, dass man denkt, ich feiere ein Rennen, aber Pustekuchen, manchmal musst du auch einfach, ja, auch so wie hier. Hier ist es ganz wichtig, dass man richtig landet. Also man muss Fingerspitzengefühl beweisen. Und das Element ist eigentlich, das war auch für mich im Test, ein ziemlich schwieriges. Oh, oh, jetzt klappt's aber. Oh, sehr schön. So schnell habe ich es nicht mal im Test geschafft. Jetzt aber... Oh, please.
Please. Dieses Stoppschild. Ah, das habe ich natürlich auch extra so gestellt, aber genau. Und hier ist der nächste Checkpoint. Und jetzt kommen wir zu einer Spirale. Ihr seht auch, dass ich immer wieder versuche, die Maps auch farblich so ein bisschen abzuwandeln, dass sie nicht zu monoton werden. Und nach den Spiralen muss man immer wieder mal vom Gas gehen, denn da warten wieder neue Elemente. Und ja, da muss man seinen Wagen meistens richtig ausjustieren. Also wir haben hier zwei Spiralen, die ich hintereinander gesetzt habe. Und im Anschluss, deshalb halt nicht zu schnell, ist ein Wallride. Und aus dem Wallride führt ein Halfpipe Wallride. Das ist ein geiles Element, dass ich hier, das hier, dass ich das erste Mal so verbaut habe. Zack. Und hier heißt es also, man fährt sehr weit nach, oder springt gleich sehr weit nach oben, wenn man natürlich am Ende ist. Powot, wie bekommst du so viel Speed? Keine Ahnung, mein Freund. Ich spiele genauso wie alle anderen. Und hier, wow, it's not enough. Ehrlich, das wundert mich. Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, dass der T20 im Editor wesentlich schneller ist. Also, ich bin mir sicher, ich irre mich, weil das kann ja gar nicht sein, oder? Oh, shit. Das kann ja nicht sein, dass der Wagen im Editor, der auch T20 ungetuned ist, dass der besser ist als der T20, den du so fährst. Oh. Ja, wie bekommst du so viel Speed? Jetzt hatte ich definitiv nicht genug. Also normalerweise würde ich sagen, wir können hier ein paar Cuts in der Map setzen. Aber das werde ich nicht machen. Allein schon deshalb, weil es meine anspruchsvollste Map ist. Und ich denke, das sieht man ganz, ganz deutlich. Jetzt eigentlich müsste ich... Ich versuche es nochmal, wenn ich hier... So viel wie möglich. Und hopp! So, und wir machen es einfach mal vielleicht mit nach vorne lehnen. Hopp! Oh. Diese Elemente, ich wusste ja, dass sie frustrierend sind. Eigentlich wäre das eine Map. Alter, die müssten die Losers mit Cav spielen. Also eigentlich könnten wir sie auch alle zusammen spielen, aber ich schaffe es ja diese Woche nicht mit den Jungs aufzunehmen. Hab ihnen auch schon eine Map geschickt. Okay, hier mal vorsichtig, 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 vorsichtig. Ich weiß gerade nicht. So, ich muss mich richtig perfekt justieren. Okay, perfekter geht's nicht. Und jetzt fahr. Fahr! Und ich hab's. Huhuhuhu! Und hier habe ich mir so überlegt. Da fragt man sich, wo geht's weiter? Checkpoint ist hier, aber der Pfeil von dem Checkpoint, den wir gerade eingesammelt haben, hat in die Richtung gezeigt, weil kleine tricky Röhre. Und dann hier wieder, wie man es von mir gewohnt ist, aus meinen Maps. Hier so ein bisschen... So ein bisschen Level Asian-mäßig. Doch, kann man wirklich sagen, dadurch, dass es diese Container sind, ist es sogar noch wesentlich schwieriger. Ja, also alle anderen, die hier gerade mitspielen, die schaffen diese Map anscheinend nicht. Und das ist für mich schon echt ein Zeichen, dass das eine... Ich weiß nicht, 20%? 15% Map ist. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, sowieso erwarte ich eine ehrliche Bewertung, wenn ihr diese Maps spielt. Aber da könnt ihr mir ja gerne auch mal in die, jetzt direkt in die Kommentare schreiben, wie viel Prozent glaubt ihr, wird diese Map einfahren? Alter! Also das ist definitiv ein Level Asian Element. Das Ding ist, als ich auch diese Container gestellt habe, wusste ich gar nicht, dass da diese ekligen Laternen dran sind. Hab's aber getestet und im Nachhinein finde ich's ziemlich interessant. Und deshalb habe ich sie auch so gelassen, ne? Und jetzt kommst du hier. Hier kommst du links davon. Cool ist natürlich, wenn ich diese Maps immer im Download anbiete. Ihr könnt sie ja mal spielen, bevor ihr seht, wie ich so ein bisschen auch die Lösung präsentiere. Und hier raus! Okay, wo muss ich? Okay, hier. Ey, ich habe schon teilweise, weil dieses Map-Erstellen dauert immer Stunden. Ich habe selber schon teilweise vergessen, wo ich hin muss. So, hier weiß ich aber noch mit nicht zu viel Geschwindigkeit. Ja. Yo, den Checkpoint hat er mir gegeben.
Alles auch nicht so geplant unbedingt. Aber das finde ich schön, dass du gewisse Dinge irgendwie kalkulierst. Aber am Ende passiert es ganz anders, als du es erwartet hast. Oder die Jumps fühlen sich komplett anders an. Und hier im Rennen fühlt es sich sowieso nochmal anders an. Und hier haben wir jetzt. Und hier haben wir jetzt meiner Meinung nach das. Ist es das. Ist es das schwerste Element? Ich glaube schon. Das hier ist richtig tricky und hardcore. Erstmal hier rüber. Dann wieder vom Gas. Ich sag ja, wie man das von mir kennt. Dann hier auf den Wallride. Dann geht's weiter nach oben. Vom Wallride hier aus, von dem Spiral-Wallride, geht's gleich ein Spiral-Wallride nach unten. Und da musst du dann auch noch oben abspringen. Jetzt gleich oben abspringen! Und ich war zu hoch. Oben abspringen durch das Tor und erst da ist der nächste Checkpoint. Also auch beim Test, um die Map veröffentlichen zu können, habe ich hier echt gebraucht, ey. Okay, wenigstens klappt das hier geschmeidig. Hochklappt geschmeidig. Der Übergang ist auch ein bisschen schwer. Da empfehle ich euch, etwas weiter oben zu bleiben. Ja, und jetzt müsste es eigentlich... Ich explodiere! Nicht! Checkpoint zeigt nach rechts und da fahren wir lang. Dann landen wir nämlich hier. Jetzt erstmal, ich habe mir gedacht, nach diesem schwierigen Element, dass man einfach so ein bisschen was Entspannteres hat, kurz runterkommt und dann geht es gleich erst weiter. Und hier der Jump. Hier der Jump! Und hier, ja, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ich war zu schnell. Deshalb heißt diese Map auch Find Your Way. Du musst ein bisschen deinen eigenen Weg, deinen eigenen Stil finden. Und gerade dieses hier ist ein ganz spezielles Element, weil entweder du baust wirklich genug Speed auf. Oder was ich mache, ohne Speed, einfach übers Wasser und dann jetzt den Weg finden. Und den kann man hier so ein bisschen seitlich nehmen. Man sieht ja auf der Minimap, wo ist der nächste Checkpoint. Und in seine Richtung fahre ich logischerweise. Und hier ist er schon. Dann geht es hier weiter. Du kannst jumpen, kannst aber auch grundsätzlich durch so ein Tor durchfahren. Und hier denkst du jetzt, Checkpoint ist so ein bisschen rechts hinter dir. Musst aber trotzdem hier hoch. Ich habe den Rest des Weges, werdet ihr gleich sehen, mit Containern abgeblockt. Genau. Mal gucken, ob wir es jetzt sofort schaffen. Hier auch ein schöner Flug. Dann oh ne, ins Wasser. Aber hier seht ihr die Blockade. Genau, die Blockade von Containern, dass du nicht einfach nur rumfahren könntest, weil dann müsstest du dieses Element hier mit der Halfpipe hier, müsstest du quasi gar nicht mitnehmen. Du könntest ja jetzt rechts fahren und einfach ja, an den normalen Containern vorbei. Aber nee, 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 nee. Da habe ich sie mit abgegrenzt. So, jetzt, ich habe keine Ahnung. Fliege ich jetzt besser? Oh, minimal, minimal, minimal. Und? Auch nicht. Und wir haben jetzt immer noch in der ersten Runde noch das Ziel. Lange nicht erreicht, will ich nicht sagen. Bald kommt schon das Ziel. Aber allein schon, dass das hier 17 Minuten dauert. Eine Runde ist schon ordentlich, oder? So, wie komme ich da jetzt so? Ey, nee. Nee! Da habe ich mich aber auch beim Test schwer getan. Dass ich irgendwie... Aber das ist auch vielleicht so, wieder so eine Übung macht den meiste Ding. Zum Beispiel jetzt Spiralen ohne Ego-Perspektive oder sowas. Das ist natürlich mega einfach. Aber hier, dass ich irgendwie nicht richtig einschätze, wie ich fliegen soll. Ich würde sagen, ich muss so fliegen. So ein bisschen weiter. Psst, lol. Einmal gesagt, getan und sofort richtig geflogen. Ja, sauber. Dann haben wir hier... Aha, wieso steht hier ein Container? Da müssen wir... Oh, einmal rüber. Und das war richtig. Und dann nochmal hier. Oh man, bei der Map bin ich wirklich gespannt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass meine nächsten Maps auch nicht weniger anspruchsvoll werden. Aber das ist doch cool. Gemeinsam werden wir alle ein bisschen besser... Werden wir alle zu Level Asian Mastern. Das wäre natürlich mega geil. Auch hier wieder, finde deinen Weg. Wo geht es lang? Okay, hier sehen wir es schon. Also vielleicht nicht so mega schwer. Aber trotzdem könnte man vielleicht im ersten Anlauf denken, ich hätte da schon vorher links gekonnt. Kannst du aber nicht. Und jetzt im besten Fall, wenn man es schafft, hier rüber. Okay, nicht geschafft. Aber das Schlimme, also es ist nicht schlimm.
weil man auch hier irgendwie seitlich, oder? Ja, doch. Oder? Ja, doch. Seitlich genau hier lang kommt und... Hä, kommt man nicht? Was? Ey, bin ich doof? Ich war mir sicher, man kommt hier raus. Oh, dann nochmal respawn. Und wir sehen schon, vielleicht habt ihr auf der Minimap geguckt. Gleich ist auch schon die Zielgerade. Okay, dann ein bisschen höher. Genau, damit ich hier... Wow, man läuft aber schon Gefahr, hier zu explodieren. Okay, jetzt hier raus. Opa, 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 opa. Nee. Erzähl mir nicht, ich bin schon wieder scheiße gefahren. Na also, hey, irgendwie... Yo! Also ganz ehrlich, hier passieren noch ein paar... Ja, man hätte hier auch entspannt rausgekonnt. Tomek, du bist der Größte, ey. Man hätte hier auch einfach hochfahren können. Mhm. Und damit sind wir schon am Ziel. Nee, hier nochmal der Jump. Auch hier wieder so ein Find Your Way-Ding. Ich glaube, ich bin sogar zu langsam, oder? Ah, nee, genau, hier geht's. Oh, sogar schön, dass ich genau noch hier drauf gekommen bin. Und hier musst du ein bisschen mehr Gas geben. Deshalb meine Empfehlung. Und hier ist es auch ein bisschen tricky. Also meine Empfehlung, ein bisschen zurückzufahren. Und hier, du musst den Boost mitbekommen. Genau, und trotzdem möglichst gerade rausdüsen, denn da hinten ist schon das Ziel. Find your way. Ich gebe euch einfach jetzt hier nicht vor, wie man hätte oben auch langfahren können. Ich kann nämlich auch ganz chilly-milly hier ins Ziel. Also, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen ins Ziel. Und ich bin auf dem ersten durch die Map durchgekommen. Und ja, man hat gesehen, sie ist wirklich anspruchsvoll. Das könnte echt so eine Level German quasi sein. Wie viel Prozent kriegt die Map? Spielt sie einfach? Ich denke mal, wenn wir so 50 bis 100 Bewertungen haben, dann kann man sagen, wie viel Prozent sie realistisch hat. Und wie gesagt, bleibt fair, gebt mir eine ehrliche Bewertung und schreibt mir alles, was euch auf dem Herzen liegt, in die Kommentare. Die Leute hier immer noch am ersten Hindernis. Wahnsinn. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.